Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Bus Simulator 21 und heute wollen wir die Mission, die wir derzeit am Laufen haben, wirklich beenden. Danke. Den Hafen müssen wir auf Stufe 2 bekommen. Eine Fahrkarte, bitte. Okay. Danke. So, die will eh keinen mehr. Den Hafen müssen wir auf Stufe 2 bekommen. Uns fehlen dafür noch 1, 2, 3 Haltestellen, beziehungsweise auch nur 2. Gucken wir mal. Was wir jetzt auf jeden Fall mal machen werden in dieser Folge, ist nochmal bis zur Ressel-Lagerhalle zu fahren. Das ist die nächste Haltestelle. Dann werden wir den Bus mal düsen lassen. Kaufen uns vielleicht einen zweiten, dritten hier dazu. Wir haben ja mittlerweile wieder genügend Geld am Konto. Mittlerweile auch über 150.000, die wir pro Zahltag machen. Also wirklich gut Geld. Und, na, hier ist was los. Guck mal, die laufen alle über das Auto drüber. Schön! Die scheißen sich nichts. Das sind sicher Demonstranten oder so. Die demonstrieren gegen das Busnetz, weil wir ja noch nicht so wirklich gut ausgebaut haben. Die demonstrieren jetzt auf den Autos, damit wir mit unseren Bussen hier. Guck mal, hier auch. Damit wir mit unseren Bussen mehr rumfahren. Oh! Haben Sie ein Schlagloch-Suchgerät? Ja! Extra für dich, dass das Gebiss klappert, meine Liebe. So, wo war ich? Genau, dann werden wir den Bus mal fahren lassen und dann fahren wir nochmal die letzten drei Haltestellen, also Restlagerhallen und die anderen zwei, B1, B3, glaube ich, hießen die, nochmal ab. Weil dann haben wir definitiv das nächste Upgrade drin, das nächste Update auf Stufe Nummer 2. Und das heißt dann, die Mission wäre damit erledigt. So, mal ganz kurz anschauen, 150.000, 56.000, sowas soll es sein, 58.000 vielleicht, weiß ich gar nicht. 58.000. So ein schöner Tag. So, ja, die Fahrkarte kriegst du mal anders. Irgendwer ist, glaube ich, noch eingepennt, kann ich mich erinnern. Oder auch nicht. Ah. So, gibt nämlich einen Bonuspunkt. So, dann lang. Okay. 826.000, das ist schon mal völlig okay. Wie sieht es denn jetzt hier eigentlich aus? Brauchen wir da noch irgendwo? Wir bräuchten hier bei der Route 1 noch einen Bus, der in der Hauptverkehrszeit fährt. Wir haben zweimal einen Alexander Dennis. Das heißt, da könnten wir ruhig mal einen Erdgasbus oder Elektrobus einsetzen. Welche haben wir denn da generell? Den Lion City, den Urban Way könnten wir theoretisch einsetzen. Oder den Mercedes-Benz. Der wird viele Leute reinbringen. Wobei der Mercedes-Benz eher ins Hafenviertel fährt. Wir sind dort schon mit dem. Da könnte man theoretisch doch den Iveco, den Urban Way einsetzen, weil wir sind dort doch schon in. Na, ich will jetzt nicht sagen Großstadtviertel, aber dort sind doch ein paar Hochhäuser. Da können wir ruhig mal ein bisschen was Luxuriöses einsetzen. Wie beim schmutzigen Hafen. Machen wir das mal. Machen wir das mal, warum auch nicht? Buswechsel. Ah, nee, nicht Buswechsel. Nein. Bus kaufen. Wie viel kosten der überhaupt? Genug, auf jeden Fall. 330.000. Hoi. Dann schauen wir mal. Wir brauchen diese Lackierung. Ach, das ist ja schön. Schau mal. 505, 503, 4455. Cool. Das sind alles die Let's Player-Lackierungen hier. Wir brauchen aber diese Anthony-Lackierung. Die hier nämlich. Das ist Angel Chance. Das ist die falsche. Die hier. Oder? Jetzt bin ich, warte mal. Ja, abbrechen. Abbrechen. Achso, ja stimmt ja, hoppla, ich bin ja doof. Bus wechseln. Wir müssen nochmal ganz kurz hier auf den da schauen. Es ist die Angel Chance Lackierung. Nicht die St. Anthony Lackierung. Hoppla. Ich hab mir schon gedacht, das passt nicht. So, dann gucken wir nochmal den hier an. Das heißt, wir brauchen die hier. Dann brauchen wir die laufenden und das hier für innen. Mhm. Und den setzen wir dann ein hier als Hauptverkehrszeitbus. Genau. Und dann könnten wir den wahrscheinlich, wenn wir wollen, auch irgendwo einsetzen auf einer Hauptverkehrszeit, zum Beispiel um 9. Könnten wir wahrscheinlich, weil hier Timetable anschauen, wir sind von 4 bis 9 auf Route 1, von 14 bis 19 auf Route 1, aber wenn wir mal eine Linie haben sollten, wo wir eine Hauptverkehrszeit brauchen, von 9 bis 14 oder von 19 bis 24 Uhr, dann können wir den hier auch wählen. Cool, das ging glaube ich bisher auch noch nicht. Da konnte man nur einen Bus einer Linie zuweisen.
Ich meine, ich weiß es nicht, ob es gehen würde. Ich schätze mal schon. Werden wir mal probieren. Werden wir mal vielleicht mal Tageslinien oder so mit Hauptverkehrszeit zum Mittag oder sowas haben. Schauen wir mal. So. Und dann würde ich ganz gerne mal eine kurze Reise, einen kurzen Ausflug machen zu dem Busshop da oben. Ich würde nämlich gerne... Nee, wobei will ich ja gar nicht. Ich will gar keinen Gelenksbus da unten einsetzen. Ich wollte gerade sagen, ich würde gerne einen Gelenksbus einsetzen, aber das will ich ja, glaube ich, gar nicht. Ich gucke nochmal ganz kurz bei den anderen. Wir haben hier einen Hauptverkehrszeitbus. Hier haben wir auch schon einen. Da fahren wir schon über eine Stunde. Alter Falter. Bei Route 3 brauchen wir noch keinen. Und bei Route 4 fehlen uns generell noch ganz viele. 2 von 7. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall mal einen Dreierbus. Einen Dreierbus und einen Zweierbus sollten wir hier noch einsetzen. Da bin ich jetzt am Überlegen. Ich gucke doch nochmal ganz kurz hier rein. Wie viel kostet denn dieser komische New York-Bus, der mir nicht so gefällt? Der da. 380.000. Das ist jetzt nicht unbedingt billig. 380.000 für den Sigma. Also mehr als doppelt so viel wie der Enviro und sieht dafür mehr als doppelt so hässlich aus wie der Enviro. Entschuldigung, meine Meinung, aber optisch ist der für mich auf jeden Fall kein Augenschmaus. Wenn man das mal so sagen darf. Aber wir sind noch nie mit dem gefahren. Wir haben in Amerika diesen Bus nicht eingesetzt gehabt. Und nachdem wir hier ja hauptsächlich im Hafen rumfahren, wobei, das ist ein Bus mit einer Dreierbusladung. Wir machen das anders. Wir kaufen den, setzen den ein auf Route 3, weil das ist nämlich die Route, die nur im Hafen fährt. Weiß nicht, also das ist irgendwie nicht so, ist nicht so meiner. Nee. Also ich nehme den jetzt eigentlich nur, damit wir den mal genommen haben. Nicht, weil er mir so optisch so übertrieben gut gefällt, das ist nicht mein Bus. Hallo? Achso, hier. Bisschen runter, wir sitzen hier da. Schaut aus wie ein Zug da vorne. Der fährt sich vielleicht ganz gut, aber wie gesagt, optisch finde ich den nicht ansprechend. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr den so findet, aber... ...380.000, haben wir gar kein Geld mehr. Hoi. Okay, parken wir mal mit dem da draußen. Ja, toll. Naja, ob sich die Investition gelohnt hat, wir werden sehen. Ich würde nämlich den jetzt ganz gerne einsetzen auf Route 3. Da brauchen wir genau einen und der würde mit seinem Blech aussehen. Der sieht ja ein bisschen auch so metallisch aus mit dem hier. Das passt ja eigentlich ganz gut. Selbst mit Vollverklebung passt das Metallische. Wobei wir vielleicht hier auch gar keine Vollverklebung brauchen. Vielleicht lackieren wir den einfach nur in Grau. Dann passt das. Das passt nämlich zu dem Metallic-Look, den wir im Hafen haben. Und dann würde ich den gerne auf Route 3 einsetzen. Und den Alexander Dennis, den wir jetzt auf Route 3 eingesetzt haben, werden wir umstellen auf Route 4. Dann haben wir nämlich gleich dort 2 Busse eingesetzt, obwohl wir natürlich noch mehr brauchen, aber das macht ja nichts. So. Das heißt, wir ziehen den jetzt erstmal ab und gucken dann mal, wie der auf Route 4 nochmal aussieht. Achso, warte mal. Dann müssen wir jetzt erstmal hier hin. Nee. Mercedes-Benz war das, genau. So, da haben wir die hier mit der Oakwood Nightclub-Lackierung und innen die rötlichen Sitze. Okay. Merke ich mir das? Wir werden es gleich sehen. So, das war... Haunted House... Na nö, wo haben wir das denn? Ah, hier. So, mit der Nightclub-Lackierung und den rötlichen Sitzen. Ich glaube, rötliche Sitze haben wir hier gar keine. Dann nehmen wir mal die hier. So, dann setzen wir den hier auf Route 4 ein. Mhm. Und dann gucken wir mal, wie wir den Sigma hier ankleiden. Bluebird.
Akzentfarbe nehmen wir mal auch. Wobei, Akzentfarbe möchte ich gar nicht ändern. Nur die Vollverklebung auf das hier. Dann haben wir das alles in Grau. Nehmen wir vielleicht mal so ein bläuliches. Das geht dann noch ein bisschen ins Gräulichere rein. Okay. Eine Werbung, die kann schon raufkommen. Das ist schon ganz okay. Dann nehmen wir mal... Was nehmen wir denn da mal? Die Sushi-Werbung? Nehmen wir mal die hier, die fällt kaum auf. Nehmen wir mal die hier. So, mal gucken, wie es innen aussieht. Da können wir die hier nehmen, auch graue Sitze. Also irgendwie sieht das fad aus, aber egal. Das passt zu den Metallhäusern, zu den Metalllagerhallen dort. Das passt. So. Und den setzen wir ein auf Route 3. Genau, dann haben wir nämlich für den gleich einen Abnehmer gefunden. Und bei der anderen Linie haben wir gleich zwei Busse eingesetzt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, lala. Und dann würde ich ganz gerne da Hafen Pier 3, Hafen Pier 1 und Hafen, Restlagerhallen. Die würde ich ganz gerne noch upgraden. Das heißt, wir stellen uns mal hier zum Ölhafen hin. Achso, warte mal. Route verlassen, ganz klar. Und dann stellen wir uns zum Ölhafen hin. Warten hier auf den nächsten Bus. Mal gucken, ob hier oder auf der anderen Seite. Es sieht nicht so aus, als ob das hier wäre. Und fahren dann nochmal die nächsten drei Haltestellen ab. Na, guck mal, sogar mit dem Enviro, mit dem neuen können wir hier fahren. Sehr schön. Ach, du kommst mit? Oder fährst du selbst? Ich fahre selbst. Wiedersehen. So, blinken wir auch gleich mal. Letztes Mal haben sie mich mit einer falschen Fahrkarte im Bus erwischt. Dieses Mal habe ich definitiv die richtige. Jetzt habe ich geblinkt. Ich habe ganz irgendwas anderes gedrückt, sehe ich gerade. Oh, ich habe 6 gedrückt für alle öffnen. Hoppla, komme ich denn da jetzt wieder drauf? Ach, da war ja noch mehr jemand drin. Guck mal. Haben wir da jetzt eigentlich auch ein Upgrade bekommen? Nee. So. Der blöde Wichser hier. Aber hast du gesehen, wie der gelaufen ist? Hast du gesehen, wie der gelaufen ist? Immer hier beim Ölhafen. Ich glaube, es sind die Dämpfe, die da einatmen, die so verrückt werden lässt. Das gibt's ja nicht. Die 20.000 haben wir ja eh fast nichts mehr im Konto. Jetzt haben wir so viel ausgegeben für den Bus. 380.000, viel zu viel eigentlich. Wollte ich ja gar nicht. Da hätten wir uns fast 4 von den anderen Bussen kaufen können. Da hätten wir ganze Linien, riesige Linien hätten wir ausstatten können mit MANs, mit Lion Cities oder Citarus. Was machen wir? Wir kaufen uns einen Sigma. Naja, wurscht, haben wir den zumindest mal eingesetzt. Vom Fahrverhalten her ist der ja eh nicht so schlecht. Das ist ja eben im guten Bereich. Aber vom Aussehen, ich finde den nicht schön. Ich sag's, wie es ist. Ich könnte es natürlich schön reden und sagen, boah, voll cool. Aber gefällt mir optisch nicht. Der Leidenschaft. Der Urban Way gefällt mir optisch sehr gut. Sehr modern. Luxuriös. Fast ein bisschen too much für normalen Nahverkehr, muss ich sagen. Der ist eher was für so besondere Linien. Okay, da hat wieder die Handschellen mit. Und Polizist wird er wohl keiner sein. Also vielleicht schon, kann auch sein, keine Ahnung. Die Handschellen. Ja. So, und jetzt bin ich sehr gespannt. Wir sind ja jetzt hier eigentlich mit einem Bus mit der Dreierbusladung unterwegs. Das war ja auch mein Plan, dass wir mit dem Enviro hier rumfahren. Da können wir hundertprozentig da vorne jetzt upgraden. Was ist denn hier eigentlich? Achso, das ist hier der Lack, der da runterfällt schon. Ich dachte, da ist irgendwas drauf. Da klebt was oder so. Das ist nur der Lack, der schon runterbröckelt. Na gut, der Container wird schon einiges erlebt haben. So, jetzt bin ich gespannt. Stufe 2 sollte jetzt hier schon drin sein. Also wenn es das nicht ist, dann weiß ich aber auch nicht. Sehr pünktlich, danke. Sehr schön. Hä? Haber? Level 2? Verbessere die Stufe von Haber auf 2? So, Haber ist Level 2. Mehrere Fahrkarten kaufen. Nanü? Oh nein, meine Fahrkarte
Oder Level 3 vielleicht, kann auch sein. Natürlich, wir haben ja Level 2 eigentlich schon freigeschaltet, sobald wir... Es ist viel zu heiß draußen. Sobald wir 7 Punkte haben. Von den 12. Wir brauchen ja gar nicht alle auf Level 2 upgraden, sondern nur einen Teil. Danke. So, ich hau den einfach mal raus hier. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Oder? Bin ich jetzt falsch informiert? Hä, wie kann das sein? Haber Level 2? Nee, hier nicht. Nee, stimmt schon. Brauchen wir noch ein paar Lieder? Ach, ich kenne mich gar nicht mehr aus. Wieso sind wir denn jetzt schon Level 2? Müssen wir nicht noch eine Haltestelle nach oben leveln? Ich glaube schon. Oder wir müssen dann noch eine Haltestelle nach oben leveln. 12 Punkte brauchen wir. Und 11 haben wir erst. Warum steht denn da schon Level 2? Bin ich da jetzt falsch informiert oder das Spiel? Oder beide? Hm. Habe ich jetzt wirklich ein großes Fragezeichen vor mir? Wer liegt falsch? Wenn mein Kater die Titelmusik zum Winter der Leidenschaft hört, rennt er weg und versteckt sich unter dem Bett. Na siehst du, der Kater rennt weg und der andere kommt gelaufen. Da sieht man mal, wie unterschiedlich die sein können. Boah, na gut, dass wir da jetzt gerade so viel Verfrühung hatten, weil das ist ja hier wieder die Kreuzung des Todes. Nächster Halt. Na komm, bevor der da ist. Oh, die sind nur noch einer. Hoppla. Hoho, ho, schnell, schnell, schnell. Da auch nochmal, schnell, schnell, schnell. Na, jetzt bin ich gespannt. Hafen ist schon auf Stufe 2. Wie kann denn das sein? Wir müssen ja noch diese Haltestelle hier upgraden. Verstehe ich nicht. So, wir dürfen. Nächste Woche habe ich frei. Zack. Endlich den zentralen Stufe 2. Wieder zu eröffnen. Das war wirklich höchste Zeit, dass wir eine Busanbindung bekommen. Du mit deinem Team geleistet hast. Glückwunsch. Wenn der Startschuss fällt, wird dir in den nächsten Wochen bestimmt nicht langweilig werden. Denn wir müssen das Netzwerk neu planen und anpassen. Momentan verhandeln wir mit der Denkmalschutzbehörde, ob die Umgehungsstraße von Old Town für den öffentlichen Verkehr freigegeben werden kann. Und so wie es aussieht, stimmen sie bald zu. Na dann gucken wir mal. Wir sind immer noch auf Stufe 2 mit dem Hafen. Also ich glaube, das war irgendwie gerade ein Bug oder sowas, dass wir dann die Stufe 2 schon vorher freigeschalten haben. Wir sind jetzt eben genau, wie ich es geplant hatte. Diese Haltestelle nehmen wir mit und dann sind wir auf Level 2 und das haben wir jetzt auch. Die Mission ist erledigt und weiter geht's mit der nächsten Mission. Gut angebunden, verbinde den Zoop mit den Städten und dem Hafen. Wir haben anscheinend wirklich freigeschalten Meierheim und Westfield, so wie geplant. Schafetterfield, Meierheim und Westfield und auch Schobergrounds können wir jetzt theoretisch schon mit einer Linie verbinden. Mal gucken, was steht denn da überhaupt. Da halt er einen Zahltag auf einer Route zwischen Zoop, Westfield und Steineck. Aha. Erhalte einen Zahltag auf einer Route zwischen Zoop, Siegwalden und Oakville. Mhm. Das heißt, wir könnten theoretisch diese eine Linie hier noch weiter verlängern, die eh schon so lang ist. Schauen wir mal. Wo ist denn der Zoop überhaupt? Ach, da oben. Sollen wir da wirklich noch eine längere Linie machen? Ich weiß nicht, kommt das gut? Bin da eher dafür, dass wir sagen, wir fahren die da oben drumherum. Erhalte einen Zahltag auf einer Route zwischen Zoop Siegwalden, erhalte einen Zahltag auf einer Route zwischen Zoop und Haber. Also die Hafenlinie können wir hier definitiv noch ein bisschen größer machen. Erhalte einen Zahltag auf einer Route zwischen Zoop, Schafetterfield und Astra Park. Das heißt also, wir müssen diese Linie noch länger machen. Dann haben wir nämlich das hier und das hier direkt in einem Aufwasch erledigt. Siegwalden, Oakville, Schafetterfield, Astra Park. Sollte alles mit einem Aufwasch erledigt sein. Wir gucken mal ganz kurz. Die Linie hier, eine Stunde 4, oh Gott, sollte passen. Na dann schauen wir mal, ob wir die noch vergrößern können. Hoi. Wir müssen hier nur einen Zahltag erreichen. Wir müssen nicht die ganze Route nochmal fahren, weil das wird Ewigkeiten dauern. Wie wäre es denn, wenn wir die Haltestelle, die Lindnergasse, dann wieder wegtun? Gucken wir mal, was haben wir denn überhaupt für eine Hauptverkehrszeit? Wir sind überall mit demselben hier unterwegs, mit derselben Hauptverkehrszeit, nämlich früh und spät, das freut mich sehr. Da müssen wir nur auf die Nachfrage gucken und das sind hier auf der Hauptstraße immer Ausstiegshaltestellen, genauso wie da oben der Zoop.
Das heißt, wir müssen vielleicht da unten lang fahren. Ich mach die mal weg. Mhm. Dann nehmen wir die mal dazu als Neuner. Huch. Oh nein, da war auch keine Anzeige mehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Müssen wir uns jetzt da herumwuchteln. Hä? Wieso fährt denn der da so komisch? Neuner, das ist die Zehner. Ja, mal da die Elfer. Sollen wir da vielleicht doch nicht zum Hafen fahren? Ich glaube, wir nehmen die wieder weg. Wir können ja nachher immer noch umändern. Ist ja kein Problem. Aber ich glaube, wir nehmen die wieder weg, sonst haben wir da so eine ganz, 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 ganz komische Routenführung. Dann nehmen wir die hier als Haltestelle. Na, wobei, 11 passt doch. Mhm. So. Ah, guck mal, ist es sogar ausbalanciert. Sehr cool. Okay, wir biegen hier ab. Dann sparen wir uns nämlich diese lange Strecke dann nach hinten zum Hafen. Brauchen wir ja eigentlich gar nicht. Machen natürlich weniger Gewinn, weil wir nicht mehr so lange fahren, sondern nur hier durch. Statt 105.000 oder so, 93.000 ist immer noch genügend. Mal gucken, wie lang die Route überhaupt ist. 55 Minuten, also nicht mehr eine Stunde, sondern nur noch, unter Anführungszeichen, 55 Minuten. Und wir würden aber gleich diese und diese Mission mit einem Zahltag erledigen. Wir fahren vom Zupp über Siegwalden und Oakville. Haben wir überall eine Haltestelle drin und Zupp Schafetterfield. Haben wir zwei sogar drin und Astor Park natürlich auch. So. Okay, dann würde ich sagen, wir übernehmen das. Da müssen wir natürlich auch gucken, wie das da jetzt mit den Bussen aussieht, weil ich glaube, da werden wir vielleicht ein bisschen was anderes einstellen müssen. Genau, da brauchen wir jetzt nämlich hier 11 von 12 haben wir. Das heißt, wir werden mal den Urban Way entsorgen, zumindest mal in unser Inventar verschieben. Und nehmen dann hier nochmal den Alexander Dennis rein, der wird sich nämlich mit dem Geld hier genau ausgehen. So machen wir das. Oh, war das jetzt Route 1 oder Route 2? Route 2 sollte das gewesen sein. Haben wir also ein bisschen die Route verändert. Aber es sieht, glaube ich, schöner aus als vorher. Da haben wir nicht da so eine lange Route oder in den Hafen dann. Haben wir nur gebraucht wegen der Mission. Aber so klappt das, glaube ich, viel, viel besser. Um die 60.000 Gewinn. Wir kommen mit noch einem Bus dazu. Sollte funktionieren. So, Route 2 ist das. Das heißt, wir holen uns noch einen. Gucken mal, wie sehen denn die überhaupt aus von der Route 2? Diese Lackierung. Grün mit Arnold Park. Das ist die hier. Und die hier. So. Passt. Dann haben wir nämlich jetzt hier wieder die 12 von 12, haben eine 55-minütige Fahrzeit, ein Intervall von 11 Minuten, 9 Minuten in der Hauptverkehrszeit. Das passt. Diese Linie ist somit erledigt. 76.000 machen wir Gewinn, also um die 30.000 weniger als vorher. Ist aber, wie gesagt, okay. So, das passt, das passt, das passt. Route 4. Ein Zahltag zwischen Zoop und Hafen. Wie schauen wir denn da aus? Fahren wir vielleicht auch lieber da oben anstatt da unten rum? Nehmen wir mal diese Haltestelle hier weg. Die Lindnergasse. Das Problem ist, wir können hier nicht wirklich eine Ping-Pong-Route draus machen.
Vielleicht schon. Ich glaube aber nicht, dass das funktionieren wird. Schauen wir mal. Wir können ja, wie gesagt, solange wir da unten nicht auf Änderung übernehmen drücken, ist ja alles okay. Wenn wir jetzt quasi sagen, wir machen daraus eine Ping-Pong-Route, dann sieht die natürlich sehr komisch aus. Und ich würde ganz gerne einen von den Hafen da unten wegtun und das hier als Haltestelle... Oh. Ja, als Haltestelle 8, das passt schon. Haltestelle 8. Nein, eigentlich passt das überhaupt nicht. Eigentlich müsste das Haltestelle 1 sein. Steht hier zwar Haltestelle 8. Okay, wir haben hier einige neue Bugs anscheinend. Andere wurden gefixt, neue haben wir wieder dazu bekommen. So, jetzt steht Haltestelle 1. Hauptbahnhof Haltestelle 2? Nee, eigentlich sollten die hier Haltestelle 2 sein. Mach den Hauptbahnhof mal weg. So, Haltestelle 2, Haltestelle 3. Genau, so sieht's gut aus. 3, 4, 5. Lalalala. Dann geht's hier nach unten zu den Showgrounds. Dann geht's zum Hauptbahnhof. Dann geht's... Mal gucken, ob wir auch wieder so fahren oder woanders. Vielleicht müssen wir auch da unten langfahren. Fahren wir mal hier hin. Fahren wir mal hier hin. Dann hier hin. Und dann zum Zoop. Da bräuchten wir noch eine Haltestelle dazwischen, wo eingestiegen wird. Da könnten wir theoretisch die zwei nicht nehmen, weil das sind ja Mittagshaltestellen. Na, da unten, die fehlt uns. Oder wir tun die hier weg. Die Hafenverwaltung. Oder wir fahren hier runter. Aber dann würden wir die anderen alle nur mitnehmen. Also alle nur durchfahren. Nee, weißt du was? Dann würde ich sagen, wir machen im Hafen diese eine Haltestelle da unten weg. Die hier. Und fahren quasi nur da auf der Seite rum. Dann passt es nämlich. Dann haben wir eine Routennachfrage 9 oben, 9 unten. Haben den Hafen ein bisschen dezimiert. Ein bisschen nicht so oft angefahren wie bisher. Und sind aber trotzdem dort. Und fahren hier eben über die Hauptstraße, über die Allee, über die Promenade, ein bisschen weiter unten, damit wir auch ein bisschen die anderen Haltestellen mitnehmen, da oben Richtung Zoop. So. Und da ist natürlich die Frage, halten wir da jetzt alle in derselben Bucht oder sind das da verschiedene? Ich weiß gar nicht. Ist es überall immer die Haltestelle hier oder ist der einmal da, einmal da, einmal da, einmal da, je nachdem? 4 Routen können wir insgesamt da lang führen. Na gut, wir hätten das erledigt, wir hätten das erledigt, wir hätten das erledigt. Dann fehlt uns jetzt noch ein Zahntag zwischen Zoop, Westfield und Steineck. Dann fahren wir ja sogar mit dem Sigma da mal rum. Hoch, das ist ja schön. Okay. Neue Route. Da brauchen wir definitiv mal eine Route 5. Was haben wir denn da unten für eine Zeit überhaupt? Ein bisschen Tag, ein bisschen Morgen und Nachmittag. Okay, ich würde sagen, wir starten mal beim Zoop. Wir haben ziemlich viele, muss ich sagen, Ping-Pong-Routen. Was ich gut finde, muss ich wirklich zugeben. Und da werden wir, glaube ich, aber eine Rundlinie machen. Wir starten da oben beim Zoop, fahren dann mal nach hier, zur Römerstraße. Da unten nicht hin, aber vielleicht mal hier hin und hier hin. Ich nehme mal nur die Haltestellen mit und nachher schauen wir mal, wie das aussieht mit Einsteigen und Aussteigen. So, Westfield brauchen wir und Siegwalden brauchen wir. Steineck brauchen wir. So, dann nehmen wir die noch mit. Dann versuchen wir mal mit dem hier da oben lang zu fahren. Wir müssen uns mal angucken. Huch, was war das jetzt? Das war irgendwie falsch. So, genau. Und dann da nach oben.
Wie sieht's denn aus mit der Nachfrage? Ui, ein bisschen schlecht. 5 haben wir zu viel von den Ausstiegshaltestellen. Okay. Das heißt, wir nehmen hier auf jeden Fall gleich mal als Haltestelle 3 die hier mit. Was? 14? Nee, 3. So, genau. Dann fahren wir da nach unten, dann fahren wir hier hin. Dann machen wir hier anders. Und fahren hier hin als Haltestelle 11. Und dann passt's. Dann haben wir das nämlich da unten ein bisschen anders gestaltet, dass nicht alle Linien quasi hier lang fahren, sondern manche da oben, manche da unten, je nachdem, wo es halt gerade passt, und haben eine schöne Rundlinie. Das heißt, Zoop haben wir drin, wir haben Westfield drin und wir haben Steineck drin. Und für den Hauptverkehrsort soll es auch passen, genau. Schön. Sehr schön. 5 Linien und trotzdem ein ziemlich gutes Streckennetz, muss ich zugeben. Also gefällt mir eigentlich ganz gut. Das heißt, was wir auf jeden Fall mal in der nächsten Folge machen werden, ist eine Route auf der Linie mit dem Sigma-Bus. Auf der Linie in dem Hafen, die dauert wie lange? Das war Route 4. Knappe 50 Minuten. Das werden wir dann wahrscheinlich wieder auf 2 Folgen splitten müssen. Wir brauchen nämlich Geld. Wir brauchen ganz, 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 ganz viel Geld. Einerseits, um Route 4 und Route 5 mit Bussen zu bestücken. Hier brauchen wir auf jeden Fall nochmal 2 und hier brauchen wir auch 2 oder 3, je nachdem. Wahrscheinlich, da könnte man theoretisch mal die Setras einsetzen, oder? Die kosten 100.000, das sollte eigentlich schon ganz gut hinkommen. Da setzen wir mal die Setras ein. 300.000 mit 3 Bussen. Eine noch als Hauptverkehrszeit, 4 Setras, da machen wir mal eine Setra-Linie draus. Bei der hier brauchen wir noch entweder 2 normale, vielleicht Urban Way, vielleicht andere, gucken wir mal. Oder, naja, wir werden da nicht drum rumkommen, einen Gelenksbus möchte ich da nicht einsetzen. Also, da werden wir 2 normale Solobusse einsetzen. Schauen wir mal, auf jeden Fall 50 Minuten hier. Vielleicht fahren wir nochmal hier mit der Linie 2 nochmal 55 Minuten, also das dauert schon eine ganze Weile. Aber, das heißt eben auch, wir machen genügend Geld. Je nachdem, fahren müssen wir so oder so, wegen dem Zahltag. Und dann schauen wir mal, wie lang. Vielleicht fahren wir nur mal die Strecke hier, die neue, die wir jetzt dann kennenlernen. Nicht mehr das ganze Gebiet da oben, sondern nur hier ein bisschen. Schauen wir mal, je nachdem, wie viel Geld wir dann am Konto haben und wie viel Geld wir dann brauchen werden zum Schluss. Das ist auf jeden Fall mal der Plan für die nächste Folge, für die nächste Aufnahme. Session hier bei mir bei Let's Play Bus Simulator 21. Danke dir auf jeden Fall fürs Zusehen von dieser Runde hier und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss!